Mein Name ist Susanne Kink. Ich bin Universitätsassistentin am Institut für Soziologie der Uni Graz und bin ein Mitglied der Queer-SDS-Gruppe mit meinen Kolleginnen hier. Mein Name ist Thomas Berger, ich bin auch Teil dieser AG Queer SDS und bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am IFZ, also im Interuniversitären Forschungszentrum in Graz, und habe in Graz Soziologie studiert und auch in Technik und Wissenschaftsforschung. Anita Thaler, mache auch Technik- und Wissenschaftsforschung, bin am IFZ, leite die AG Queer SDS und bin ursprünglich Psychologin und Bildungswissenschaftlerin. Sollen wir mit unserer ersten These beginnen? Ja, fangen wir mal. Okay. Wir hatten mehrere Thesen. Die erste These wäre, dass Technologien vor allem dazu dienen, heteronormative, zweigeschlechtliche und unsere hierarchische Ordnung der Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Und auch wenn sie irgendwie so emanzipatorisches oder queeres Potenzial besitzen würden, sie erhalten alte Ordnungen aufrecht und reproduzieren diese Ordnungen. Also es gibt so, schon seit den 80ern hat es so diese Vision gegeben mit dem Internet, mit dem Cyberraum, mit dem Cyborg, wie es die Donna Haraway ja genannt hat, ist so die Möglichkeit für alle Menschen, wir alle können losgelöst von unseren Körpern, von unseren sozialen Ungerechtigkeitslinien sozusagen, einfach uns frei bewegen und sind in einem Internet, in einem Netz miteinander gleichwertig. Das ist sozusagen ein demokratischer Raum, wo wir alle tun können, wie wir wollen. Und glaubt man ja heute noch, man kann einen Avatar anlegen, ohne sein Geschlecht zum Beispiel benennen zu müssen. Und wir sind so draufgegangen in unserer Arbeit, es ist trotzdem nicht wirklich passiert, diese Freiheit. Ja? Und im Gegenteil, also so viel Antifeminismus und Sexismus und Rassismus, wie man im Internet zum Beispiel findet, hat man vielleicht vorher gar nicht so veröffentlichen können oder zumindest ist es uns nicht so bewusst worden. Also das ist so eine These, dass dieses Heteronormative, Binäre und so weiter, das setzt sie leider durch. Das ist eure gemeinsame These, okay. Genau, das ist unsere gut. These. Genau. Gut, und meine These ist jetzt ergänzend dazu, ich weiß nicht, ob es jetzt, wie gesagt, wir haben uns jetzt in dem Sinn jetzt nicht so abgesprochen, aber meine These ist halt, dass generell die ganzen Informationstechnologien den Arbeitsaspekt, wie die Gesellschaft sich generell reproduziert in den nächsten Jahrzehnten, generell hinterfragen wird. Also alles, was so mit Dienstleistung und Lohnarbeit hat, also alle Tätigkeiten, die sie, virtualisieren oder entmaterialisieren lassen, die kann man auch entmenschlichen, also entpersonalisieren. Und ich finde, das ist ein wichtiger Aspekt, der wahrscheinlich passieren wird oder immer stärker wird. Also wenn man, egal was für einen Bereich man anschaut, ob man jetzt Mobilität anschaut, die kann man entmenschlichen, man kann alle Art und Weisen von Landwirtschaft, gibt es schon Versuche, das alles zu automatisieren. Also dieser ganze, wie sagt man in der STS, also in der Science and Technology Studies, also mit so dieser ganze Nexus aus Informations- und Kommunikationstechnologien, Automatisierung, Internet, Virtualisierung verändert, würde ich mal sagen, so generell, wie die gesellschaftlichen Grundlagen zur Verfügung gestellt werden. Und das wird halt in Zukunft, finde ich, in den nächsten Jahrzehnten die klassischen Lohnarbeitsdenken, die wir so haben, verändern. Das ist interessant, du sagst entmaterialisieren. Ich denke gerade so dran, dass wenn Technologien das übernehmen, dann sind das zum Beispiel auch Roboter, ne? In dieser berühmten Industrie 4.0, Japan, große Kultur mit vielen Robotern, auch durch den Rückgang der Bevölkerung und so weiter. Und der große Trend in der Robotik in den letzten Jahren ist aber auch, die Kraut wieder zu vermenschlichen. Ne? Also dieses menschliche Antlitz, sie so menschengleich wie möglich zu machen. Da spielt dann auch wieder zum Beispiel rein, dass man sehr wohl auf zum Beispiel Geschlechterbinarität wieder großen Wert legt. Also sie sollten dann eindeutig männlich oder weiblich sein. In Japan gibt es schon zum Beispiel so Fashion-Shows, wo Roboter mit menschlichen Models am Catwalk entlanglaufen. Und das ist das Ziel, dass die Roboter nicht erkannt werden als Roboter in einem ersten Moment. Und das ist so menschengleich wie möglich. Das finde ich interessant. Das ist so eine
Darf ich daran kurz noch was einfach? Mir würde der Pflegebereich einfallen. Also in der Pflege, sag mal, ja, da geht der Trend hin zur Robotik und dass man so Pflegeroboter macht. Und da zeigt sie ja wieder, dass man halt versucht, die vor allem weiblich zu gestalten, weil Weiblichkeit halt irgendwie so mit Pflege und Fürsorge in Verbindung gebracht wird und die Menschen sich dann bei den weiblichen Robotern einfach wohler fühlen, als wenn das jetzt irgendwie geschlechtsneutrale oder männliche Roboter werden und so. Es zwar zu einer Entmenschlichung im ersten Schritt kommt, aber andererseits wiederum hintenrum wieder zu einer Vermenschlichung von Technologie eigentlich. Und da jetzt aber dann wieder Geschlechterstereotype einfließen, genau. Ne? Wie dieses Frauen sind besser für die Pflege, das ist was so ja nicht stimmt, nicht? Was wir wissen, dass so nicht stimmt. Und Männer haben es zum Teil schwer in der Pflege oder in der Kleinkindbetreuung, weil ihnen ganz viele negative Stereotype entgegengebracht werden. Genauso haben Frauen immer nach wie vor tendenziell ein bisschen schwieriger in technischen Feldern. Und das sind so Stereotype, die, obwohl der Mensch da gar keine Rolle mehr spielt und Genetik und Chromosome und was auch immer sonst immer so als biologischer Grund für diese Unterschiede konstruiert wird, der ist auch nicht wirklich da, wird der konstruiert, aber das wird dann sozusagen eingeschrieben in die Technologie, obwohl sie nicht da sein müsste. Das finde ich schon spannend. Und so was. Und ich finde wichtig, dass das mit dem Entmaterialisieren, das ist ein Missverständlich, ne? Also dass das sozusagen auf keine Grundlagen mehr materiellen Grundlagen mehr beruht, diese ganze Internet- und Automatisierung, das stimmt ja nicht. Also da muss man aufpassen, wie man das denn sieht. Also wir haben auch so ein Forschungsprojekt dazu gemacht am IFZ, wo es um Energieverbrauchsverhalten von Jugendlichen und IKT geht, die glauben halt, dass das alles keine Materialien mehr verbraucht, wenn irgendwas virtualisiert wird. Und das die stimmt nicht. Die Cloud ist eigentlich nur ein großer Computer oder eine große Reihe an Computerservern, die irgendwo steht und extrem viel Energie verbraucht. Deswegen ist eher wahrscheinlich wäre besser gewesen, wenn die Automatisierung oder Virtualisierung oder so verwendet hätte. Also es ist ja alles materiell, was passiert, vom ganzen Lebenszyklus der Produkte, von der Rohstoffgewinnung bis zur Anwendung, bis zum Recycling. Zutiefst materiell. Zutiefst materiell, ja. Vor allem, wenn es um Energie dann geht. Ne? Mhm. Na eben, wenn sozusagen Arbeit immer weniger von Menschen abhängt, und unsere ganze Gesellschaft, aber der ganze Reichtum, den wir eigentlich besitzen, über Steuern, die auf Löhne sich beziehen, abzielt, ja, dann kommen wir früher oder später in eine Finanzierungskrise, weil es sozusagen immer weniger Arbeit gibt und es gibt immer mehr Nachfrage nach Arbeit. Ja. Und das ist ein Video, das kann ich noch dann beifügen. Da gibt es einen YouTube-Kanal, der heißt eben CGP Grey und der hat versucht, das so auf aktuellen Tendenzen auch zu verfolgen, wie die Automatisierung um sich greift und da geht davon aus, dass so 45% von allen Tätigkeiten, die jetzt verrichtet werden, kann man heute schon automatisieren. Und der vergleicht das auch mit der großen Depression in den USA, da waren ungefähr Arbeitslosigkeit von 25% in der Bevölkerung. Also Erwerbsarbeit, ja. Und also da ist ein extremes Potenzial an Menschen dann da, die ohne ihr eigenes Verschulden dann arbeitslos sind oder keine Tätigkeit mehr verrichten können, dass sie zu teuer sind im Vergleich dazu. Die Feministin muss man einfach erwerbsarbeitslos, weil die Arbeit geht nicht aus. Also Reproduktionsarbeiten, die zurzeit auch unentgeltlich gemacht werden, die geht nicht aus. Das sich kümmern um alte Angehörige, Pflegebedürftige, um Kinder und so weiter, das wird nicht einfach so aussterben sozusagen. Das heißt, das, was du sagst, das greift da ineinander in ein anderes ökonomisches Modell. Und das wird sicherlich durch das, dass Technologie Arbeit verändert, neu gedacht werden müssen. Aber eben auch sehr wichtig mit einer Gender-Komponente. Genau, wenn wir jetzt aber nochmal zurückgehen würden, nochmal anschließend die erste These, dann würde man sagen, dass es also Technologie eigentlich die Gesellschaft in ihren grundlegenden Ordnungen nicht verändern würde. Weil es bleiben die Hierarchien bestehen, es bleiben die Machtbeziehungen bestehen. Wenn man das jetzt auch vor dem Hintergrund von Kapitalismus denkt, wer hat überhaupt Zugang zu den Technologien, also wer kann sich das irgendwie leisten, zum Beispiel Reproduktionstechnologien etc. Und auch die binäre zweigeschlechtliche Ordnung wird durch Technologien aufrechterhalten. Also wenn man jetzt an Geburt denkt, man klassifiziert durch Technologien männlich, weiblich etc. Also auch wenn die eigentlich die Chance bieten würden, über die zweigeschlechtliche Ordnung hinauszugehen. Oder auch wenn man auf das Thema, also wenn man mehr an die Queer-Perspektive denkt, auch das Thema Sexualität, also heteronormative Vorstellungen werden auch immer bestehen bleiben und sind in die Technik eingeschrieben eigentlich.
Also das, was von dem, was ich gesprochen habe, kann man schnell sagen. Also der Vorteil wäre, dass ja immer weniger Menschen weniger Erwerbsarbeit verrichten müssten und eigentlich mehr Zeit hätten, mehr Freizeit für was nicht Kreatives, Konzeptionelles und so weiter und so fort. Das Nachteilige wäre, wenn halt so, wenn die alten Modalitäten, wie halt Gesellschaft besteuert wird, gleich bleibt, dass dann Staatshaushalte austrocknen oder viele Menschen halt keine Möglichkeit mehr haben, sich selbst irgendwie zu erhalten. Ja. Das ist das Positiv-Technologische, dass man sagt, ja, die Technologie kann die Menschen von der Arbeit befreien, die sie eh nicht machen wollen. Mhm. Das wäre sozusagen das positive Modell, bräuchte aber dann sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle, damit wir das tun können, was wir wollen. Ja, wenn ich jetzt anschließe an das, was wir gerade vorher so eher geredet haben, mit diesem queeren Potenzial von Technologien, was uns ja interessiert, also wir sind eben so an sozialen Gerechtigkeitsfragen und queeren Potenzialen interessiert. Und da interessiert uns zum Beispiel, wie gewisse Dinge in Technologie eingeschrieben wird. Und wenn man zum Beispiel an Facebook denkt, da haben in den letzten 10 Jahren User, Userinnen total stark dafür gekämpft, dass es nicht nur die Möglichkeit gibt, sich in Männchen und Weibchen einteilen zu müssen. Und es hat ja eben diesen Zwang gegeben, sich einzuschreiben, ne, und zu sagen, was bin ich. Manche haben das dazu genutzt, um zu sagen, okay, jetzt kann ich ja mal als Mann auftreten, obwohl ich mich sonst als Frau fühle und so weiter. Aber viele Leute wollen sich nicht in dieses System einbringen lassen. Und da hat es eben ganz über 10 Jahre eben ganz viele Möglichkeiten gegeben. Es hat so Hacks gegeben von den User, Userinnen selber, die dann Möglichkeiten für sich geschaffen haben, sich da einzuordnen. Und Kollegin, die Mena Bivens, da können wir dann auch ein PDF zur Verfügung stellen, die hat das schön herausgearbeitet, dass im Hintergrund der Code aber, obwohl jetzt Facebook 54 oder 54 Möglichkeiten anbietet für diverse genderqueere Möglichkeiten, trotzdem im Hintergrund ist der Code einfach 0 und 1. Ja. Und das heißt, am Ende des Tages wird es runtergebrochen und wenn die Werbeindustrie irgendwelche Auswertungen haben will, dann müssen sie wissen, okay, jetzt sagt es mir aber doch, was die Frauen wollen und das bieten wir für die Männer an. Und das ist so etwas, wo wir sagen, das Potenzial, also der Vorteil wäre, wenn man diese Kategorien einfach ein bisschen loslässt und wenn man das von vorne weg in den Code einbringt, dann ist man auch noch offener und hat man mehr Möglichkeiten. Und man kann es natürlich auch wieder kritisch sehen, so wie das der Thomas jetzt gerade vorhin auch gemacht hat, auch bei der Technologie, was heißt das für die Zukunft, in welche Richtung geht es, wenn man Dinge immer auf 2 Systeme einschränkt, die in Wirklichkeit aber nicht so wichtig sind. Nicht? Also Geschlecht ist nicht die einzig richtige Kategorie zum Beispiel. Genau, wenn man an das 0 und 1 denkt, da geht es ja darum, was wird als real angesehen. Also das männlich-weiblich ist dann das Reale und alles andere ist irgendwie das Abweichende, mit dem man nicht umgehen kann, will oder wie auch immer. Also, genau. Also für die Zukunft würde ich mir wünschen, dass diese ganzen also Prozesse, so wie es vorhin meinte, über die Zukunft der Erwerbsarbeit mit Virtualisierung und Automatisierung, dass das eher wie soll ich sagen, gesellschaftlich partizipativ irgendwie erarbeitet wird, das würde ich mir wünschen. Also, dass das nicht irgendwer bestimmt, wie Menschen zu arbeiten haben, sondern dass es vielleicht Räume gibt für unterschiedliche Konzepte mit Erwerbsarbeit oder mehr Freizeit und so weiter und so fort. Ja. Dass man solche Sachen eher offen andiskutiert und nicht aus dieser alten Denke, die was nicht 150 Jahre alt ist, bestreitet, die Diskussion. Bei dem gesellschaftlich partizipativ kann man gleich einhaken. Man kann sich auch für Technik und Technologie wünschen, dass alle Personen daran teilnehmen können. Also dass das nicht irgendwelche Machtgefälle sind, sondern dass man jeglichste Personenkreise mit einbezieht und dass man auch schaut, wer hat Zugang, wer hat nicht Zugang und dass man die Personen, die keinen Zugang zu den Technologien haben, eigentlich mit einbezieht in die Prozesse der Entwicklung etc. Genau, also die ultimative Vision wäre, dass alle, die Technik im weitesten betrifft, mitgestalten können. Egal, ob sie ein Technikstudium gemacht haben, egal, ob sie in Österreich leben oder in Afrika. Also alle, die was betrifft, und das sind vor allem große Technologien, das sind aber auch alle digitalen Technologien, das betrifft uns alle. Es wäre schön, wenn wir dann auch alle teilnehmen können.